Jeder von uns besitzt ein Handy. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns gar nicht mehr vorstellen können, wie unser Alltag zu bewältigen wäre ohne dieses kleine Gerät. Schon kleine Kinder haben ein Handy. Dort sind Nummern eingespeichert, die uns durch eine Tastenkombination es ganz, ganz leicht machen, den gewünschten Ansprechpartner zu erreichen. Selbst wenn das Handyguthaben zu Ende gehen sollte, ist immer noch eine Nummer erreichbar und das ist die Notrufnummer 112. Wenn wir die anwählen, dann kommt der Notarzt oder die Polizei, die Feuerwehr, je nachdem, wo wir Hilfe brauchen. Als unsere Kinder klein waren, haben wir häufiger von dieser Nummer Gebrauch machen müssen. Aber was für uns damals und auch heute noch viel, viel wichtiger war, das war diese Notrufnummer des Himmels, die himmlische Notrufnummer. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Wenn ich dir den Psalmvers sage, wirst du sagen, ach ja, die kenne ich. Kennst du wirklich diese himmlische Notrufnummer? Ich lese dir mal vor. Da steht, rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich preisen. In einer anderen Übersetzung heißt es dann, du wirst mich verherrlichen oder du wirst mich loben. Rufe mich an in der Not. In deiner Not kannst du mit Gott direkt in Kontakt kommen. Und du brauchst noch nicht mal eine Tastenkombination. Du brauchst nicht ein Gerät, das dir diesen himmlischen Kontakt macht, sondern du kannst direkt aus deinem Herzen sprechen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und Gott hat die Verheißung gegeben, ich will dich erretten. Ich will dich erretten. Gott greift ein in deine notvolle Situation und er wird sie verändern. Ich will dich erretten. Und er will dich so erretten, dass es hinterher diese Folge hat, du wirst mich preisen. Du wirst mir danken, du wirst mich verherrlichen, du wirst mich loben, weil ich deine Situation so verändert habe. Die himmlische Notrufnummer. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Siehst du, Gott hat in diesen Situationen, in diesen Notsituationen immer noch dieses mehr für dich vorgesehen. Und ich wünsche dir, dass du dich ausstreckst nach diesem Gott hat mehr für mich.